Ich mag meine Mutter. Sie ist nicht so wie andere Mütter. Meine Mutter spielt viel Tennis. Auch mit einer Flasche Wodka Intus hat sie noch die Vereinsmeisterschaften gewonnen. Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Ich bin heute der Hahn im Korb, denn ich habe zwei weibliche Gäste. Den Gast oder die Gästin, die von weiter weg kommt, begrüße ich mal als erstes. Hallo Luise, schön, dass du mal wieder da bist. Hallöchen, ist das erste Mal dieses Jahr. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Hi. Stimmt, na eben. Und die Kate, unsere Kate ist auch wieder da. Hallo Kate. Hallo. Und wir waren nicht, sondern die Kate war mit dem Chris in der Sneak Preview. Ich war da nicht, weil ich wollte da ein bisschen eher schlafen gehen, weil ich am nächsten Tag eine anstrengende Reise vor mir hatte. Und wenn ich das so richtig gehört habe, hat die Kate den Film gesehen, der Es war einmal in Deutschland. Jetzt wollte ich den Tipp für nächste Woche vorlesen, aber Es war einmal in Deutschland. Was kannst du uns darüber sagen, Kate? Es war einmal in Deutschland ist ein deutscher Film. In der Hauptrolle mit Moritz Bleibtreu. Der Film spielt in der Nachkriegszeit 1946 und Moritz Bleibtreu spielt einen überlebenden Juden namens David Beermann. Und David Beermann ist ein Lebemann, er ist ein Überlebenskünstler. Ja, also er hat es irgendwie geschafft, nicht im KZ vergast zu werden, im Gegensatz zu seiner ganzen anderen restlichen Familie. Also alle seine Brüder, ich glaube 4 Brüder hat er, glaube ich, gesagt, hat er gehabt. Die haben das alles nicht überlebt und er ist der letzte Beermann quasi und ist immer adrett gekleidet und weiß sich wirklich durchzuschlagen. Und auch jetzt will er, sagen wir mal, sein Leben wieder auf die Reihe bekommen und tut sich mit ein paar Freunden zusammen und steigt wieder in das Geschäft ein, was er auch früher schon gemacht hat. Und zwar verkauft er Wäsche, also Bettwäsche und Handtücher und versucht da halt so sein Geld wieder zu verdienen. Reist also quasi in die Nachbarorte und verkauft den etwas gut betuchteren Deutschen diese Waren und tut auch vor einigen Tricks nicht zurückweichen und auch ganz schön dreist teilweise, was es allerdings sehr, sehr charmant macht. Also Moritz Bleibtreu macht das auch sehr, sehr gut. Die Rolle ist vom Gefühl her auf ihn zugeschneidert. Macht wirklich ganz toll. Und während diesem Ganzen ist aber auch noch die amerikanische Polizei hinter ihm her, weil er irgendwie 2 Pässe mit unterschiedlichen Namen hat. Und der zweite Pass ist auch nicht Jude, sondern als Deutscher ausgewiesen. Und die wollen jetzt rausfinden, warum. Und da wird er dann immer wieder von so einer Offizierin befragt und erzählt da eine hanebüchene Geschichte. Und bis zum Schluss fragt man sich immer, ist das alles so wirklich passiert, was er da so erzählt? Und macht das Ganze, also der Film ist unglaublich charmant. Die Geschichte ist mal was man noch nicht kannte, was ich echt schön finde. Das ist nicht was Liebesgeschichte, schon 50.000 Mal gehört oder so, sondern wirklich mal was Neues. Es basiert auch auf einem Roman von Michael Bergmann. Der Roman heißt Die Teilacher. Was das jetzt mit dem Film zu tun hat, weiß ich nicht, weil der Name kommt da dort nicht drin vor im Film. Aber der David Beermann will halt sein altes Geschäft wieder aufziehen und versucht alles das zu erreichen. Und darum geht's. Und das ist sehr lustig, sehr charmant. Es ist teilweise auch ein bisschen bedrückend, natürlich, weil es halt im Nachkriegsdeutschland spielt. Und wenn er dann erzählt, was mit seiner Familie passiert ist oder in das alte Gebäude von seiner Firma reingeht, ist schon teilweise ein bisschen bedrückend. Aber nicht auf eine furchtbar schlimme Art und Weise. Also der Film hält sich unglaublich toll die Waage und ist schön erzählt. Ja, das ist, es war einmal in Deutschland.
Klingt aber irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, so mit verschiedenen Einflüssen, ja. Also ich meine, irgendwie die Familie im KZ umgekommen, das klingt jetzt nicht gerade so lustig und irgendwie scheint der Film ja noch den Bogen zu kriegen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das, der Film trägt sich nicht aufgrund des Schicksals von David Behrmann, ja, sondern es geht einfach darum, wie er sein Geschäft wieder aufbauen will und dass er alles dafür tut und auch das auf verschiedene Art und Weisen tut. Ist Moritz Bleibtreu die Hauptfigur? Ich lese ja irgendwas genau, von Moritz Bleibtreu. Ah, okay. Ja, genau. Und Antje Trauer spielt er auch mit. Ja, Antje wieder. Trauer spielt die Offizierin. Da ist sie wieder. Die amerikanische Offizierin. Da ist sie wieder, habe ich gesagt. Ich habe ja gesagt, ja, auf die muss man Obacht geben. Da ist der Wirt. Ja. Also die werden wir bald wieder sehen. Mir, neben mir im Kino und da kam die und hat gemeint, oh, jetzt ist aber der Erik traurig, weil er sie nicht sieht. Und ist das dann jetzt mehr so, also schon irgendwie feel good, trotz dieser beklemmenden Szenario? Oder? Ja, durchaus. Okay. Durchaus. Also jetzt gar nicht so wie Zweiter Weltkrieg. Ja. Ja, die sind halt in so einer Art Übergangslager, bevor sie sich wieder in, also bevor, die werden alle noch überprüft, die ganzen Bewohner, die da sind, werden alle überprüft und müssen irgendwelche Nachweise vorzeigen, wer sie sind. Und die meisten wollen halt Geld zusammenbringen und dann in die USA abhauen, weil sie nicht mehr in Deutschland leben wollen, die meisten Juden. Und David Behrmann will das halt nicht, der will halt da bleiben, der will sein Geschäft nicht verlassen, seine Heimat nicht verlassen. Und und seine Truppe, die sind einfach ein lustiger Haufen, die da vor den Häusern der Damen stehen und ihnen sündhaft teure Handtücher aus Paris und so. Ob das alles so stimmt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob die wirklich die Ware aus Paris bekommen, ich weiß es nicht. Wirkt eher so von wegen, als wäre das nur eine Masche. Und es ist wirklich Verkäufergeschick, hoch 10, wie die um den Finger wickeln. Aber auch, also sie verkaufen ihnen keinen Blödsinn. Also das sind wirklich für damalige Verhältnisse wahrscheinlich sehr, sehr schöne Stücke und sehr, sehr schöne Tischdecken und Wäsche, Bettwäsche und so, ne? Aber es ist halt, okay, es ist halt dieses Klinkenputzen verkaufen. Das ist halt super cool gemacht. Es ist wirklich schön und lustig. Es ist so eine Mischung aus allem. Also es ist nicht besonders, also es ist nicht traurig. Es war nicht da und müsste weinen, weil seine Geschichte so furchtbar traurig ist, weil er erzählt es auch auf eine sehr abgeklärte Art und Weise. Und das hat einfach eigentlich schon eher zu einem viel guten Movie gemacht, ja. Okay, und letzte Frage, spielt der über einen längeren Zeitraum oder sehen wir wirklich dann nur so einen Ausschnitt aus dem Leben von dem Moritz Bleibtreu? Also es spielt quasi über einen bisschen längeren Zeitraum, also die fangen an, dieses Geschäft aufzubauen, also fängt an, sich ein paar Freunde dazu zu holen und dann geht auch diese Befragung von der Amerikanerin los und ich möchte natürlich nicht sagen, wie es ausgeht, aber es geht dann wirklich. Die wollen dann Geld verdienen und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das heißt, es spielt schon über so einen Zeitraum. Ich schätze mal ein halbes Jahr oder so. Oder vielleicht auch länger. Ich weiß es nicht genau. Ach so, also wir also kriegen den jetzt ja nicht irgendwie mit so sein ganzes Leben oder sowas, sondern nee, nur also so, so einen kleinen Ausschnitt aus seinem Leben. Wie er anfängt, sein Geschäft wieder aufzubauen und bis zu dem Zeitpunkt, ob er es geschafft hat oder eben nicht. Ja, bis dahin geht es. Alles klar. Cool. Ja. Ich fand ihn sehr charmant, den Film. Ich bin ja generell nicht so der Freund von deutschen Produktionen. Die fand ich jetzt wiederum richtig gut. Was wahrscheinlich auch daran geschuldet ist, dass es Moritz Bleibtreu ist. Und die meisten Filme mit Moritz Bleibtreu gefallen mir. Der macht es wirklich mit Herzblut und mit so viel Charme. Und dem nehme ich die Rollen auch einfach ab. An Lambock wolltest du nicht mit rein. Ja, ja. Ja, nee, das ist aber auch nicht mein Humor. Also das ist auch nicht mein Humor. Also das war jetzt halt, ja, nicht so meins. Aber das war wirklich gut. Er hat immer so einen adretten Anzug an und immer so einen Hut auf und hat so einen Schnauzbart. Und das sieht, ich habe zum Chris gesagt, der sieht ein bisschen aus wie Mordecai mit Johnny Depp, falls ihr euch an den Film erinnert. Ja. Er hat auch so einen Schnauzbart und immer so adrett gekleidet. So ein bisschen war das. Aber man sieht auch,
dass das sein einzig schickes Outfit scheinbar zu sein soll. Er hat immer so einen Schal an, so einen Wollschal. Und je länger der Film dauert, desto abgegriffener sieht der auch aus. Also der hat dann auch Löcher und so. Und man hat wirklich das Gefühl, dass der, glaube ich, nur dieses eine schöne Outfit hat. Und das trägt er mit Leidenschaft. Und das finde ich super. Das hat echt Spaß gemacht, der Film. Punktetechnisch würde ich ihn so bei 7 Punkten einordnen, weil der wäre wahrscheinlich noch mehr gegangen. Diese ganze Geschichte, die er da dieser Amerikanerin erzählt, die fand ich ein bisschen, ja, wäre nicht unbedingt nötig gewesen für den Film. Aber deswegen, also solide 7 Punkte kann man sich anschauen. Ja. Startet am 6.4. in den deutschen Kinos. Genau. Ist übrigens eine belgisch-deutsch-luxemburgische Koproduktion. Und ja, also von der Erzählung her, ich weiß nicht, es reißt mich jetzt nicht ins Kino unbedingt, dass ich den sehen möchte. Ich glaube, den gucke ich mir dann lieber mal zu Hause an, irgendwo in Ruhe. Aber ja, also durchaus fürs Heimkino geeignet. Man muss nicht unbedingt ins Kino gehen und sich das auf großer Leinwand angucken. Ne? Also ja. Dafür ist er jetzt nicht bildgewaltig genug. Gab es da nicht in Berlin irgendeine Premiere, Luise hier? Das klingt doch deutscher Film, Moritz bleibt treu, das klingt doch nach rotem Teppich und irgendwie. Normalerweise schon, aber es ist nichts bei mir angekommen. Obwohl das für mich tatsächlich auch mehr so klingt, also es klingt interessant, aber auch nichts, was ich mir tatsächlich im Kino angucken würde jetzt. Auch auf Empfehlungen nicht, wahrscheinlich würde ich da auch aufs Homekino warten oder wahrscheinlich dann so ein typischer, was ist das, ein ARD-ZDF-Film oder so. Aber ja, nee. Klingt interessant, aber fürs Kino weiß ich nicht. Naja. Dann schauen wir doch mal die Tipps für die nächste Woche an. Und wenn der Chris nicht da ist, Kate, dann musst du da mal einspringen. Ja, gerne. Der Tipp für die nächste Woche, also für die Sneak 890 am 27.03. lautet Der Wolf im Dschungel. Und weil du zuerst getippt hast, dann musst du auch deinen eigenen Tipp erstmal vorlesen. Also es gibt insgesamt 4 Tipps. Einer davon ist schon mir. Ich habe sofort gedacht an die versunkene Stadt Z oder Z, wobei ich mir da noch überlegt habe, wie das mit dem Wolf zusammenhängen könnte. Aber es ist auch Dschungel, deswegen dachte ich, das könnte passen. Dann wurde noch vom Thomas getippt Alien. Der neue Alien-Film, wüsste ich jetzt nicht, was das mit Dschungel und dem Wolf zu tun haben sollte, aber wäre schon schick, wenn er kommt. Ich glaube, das ist eher so ein Wunschtipp. So. Ich glaube es auch. Ja. Und dann hast du noch getippt, Erik. Genau, ich hatte zuerst so überlegt, ja, Wolf, und dann fiel mir ein, ach, es gibt ja demnächst diesen Film Tiger Girl, der mich auch irgendwie so ein bisschen interessiert, nachdem mir der Herr von Konstantin da den Mund wässrig gemacht hat nach diesem Film. Dachte, ja, Tiger wegen Wolf und so. Und dann ist mir aber... Ja, das passt auch total zusammen. Das eine ist eine Katze, das andere ist ein Hund. Ja, gut, man weiß ja Tiere. Nicht... Tiere. Man weiß ja nicht bei den Leuten, die sich die Tipps einfallen lassen, ob die da so biologisch diese Fachkenntnis haben oder so. Oder ob da so ein Kinomitarbeiter einfach mal, ach ja, Wolf, Tiger. Aber dann ist mir noch der eigentliche Tipp eingefallen, wo ich denke, dass er kommt. Nämlich der neue Film mit Matthew McConaughey. Der ja den Wolf of Wall Street gespielt hat. Und der ist dann in dem Film nämlich im Dschungel. Und der Film heißt Gold. Und der hat auch in Seoul schon gesneakt bei den Kollegen von Leinwandperlen. Also ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der dann auch kommt. Also das würde mich sehr wundern, wenn er nicht kommt, sagen wir so. Also wenn ihr das jetzt hört und wollt den Film sehen, morgen, quasi Montag, Sneak Preview Stuttgart. Hast du ihn schon gesehen? Die Herleitung klingt auch sehr klug. Luisa, hast du ihn schon gesehen? Nee, leider nicht. Okay. Aber ich weiß gar nicht, lief der auf der Berlinale? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, das irgendwo gelesen zu haben. Nicht beantworten. Aber nee, gesehen habe ich nicht. Aber wie gesagt, deine Herleitung klingt äußerst clever. Also ich tippe dann auch auf den Film. Das Wort. Ja, als der Erik den dann getippt hat, und hab ich das auch gelesen. Ich habe auch noch den Trailer, ich hatte den schon gesehen, dachte so, natürlich, das kann ja nur auf diesen Tipp passen. Also ich glaube auch, dass es der sein wird. Und ich hoffe auch ganz ehrlich drauf, weil der Trailer sieht einfach nur verrückt, lustig und cool aus. Ja, blindes Huhn findet auch mal einen Korn, ne? Naja. Tippst halt so lange irgendeinen Film, bis er kommt. Okay. Genau. Ich habe auch noch einen Film geguckt, aber zu dem komme ich dann nächste Woche, denn die Luise,
die ja heute mal bei uns zu Gast ist, die hat nämlich einige Filme gesehen, ganz top aktuelle, und das, was ich gesehen habe, das ist schon ein bisschen älter. Deswegen, Luise, ich übergebe dir mal das Mikrofon. Vielleicht beginnst du doch mal mit Live oder so. Das ist ja eigentlich so das neueste vom Neuen, oder? Na, der andere ist auch brandaktuell. Also sind beide... Alle brandaktuell. Ja, das stimmt. Also der eine ist, glaube ich, vor zwei Wochen gestartet. Nee, Live ist diese Woche gestartet. Ah, okay. Am Donnerstag. Genauso wie der andere. Also ihr könnt euch jetzt aussuchen. Na dann, fang einfach mal an. Fangen wir mit Live an? Ja. Ja. Okay, also, ich ordne mich. Der interessiert mich nämlich am meisten von den dreien. Ist mir klar. Nee, okay, also, ich habe Live gesehen, vorab. Ich weiß gar nicht, läuft der in 3D? Ich habe ihn in 2D gesehen und in OV. Das vielleicht schon mal zu den Eckpunkten. Genau. Live bedient sich schamlos an Alien. Aber welcher Alien, Raumschiff, Horror, Thriller, der in den letzten, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren erschienen ist, macht das nicht. Von daher würde ich den Kritikpunkt schon mal abschmettern. Und ja, ich probiere kurz die Handlung zusammenzufassen, denn viel ist es nicht. Also wir haben eine Forschungsmission mit internationalen Wissenschaftlern, die sich zur Aufgabe gemacht haben, nach unentdecktem Leben zu suchen. Und sie werden auf dem Mars fündig und erwecken einen außerirdischen Organismus zum Leben. Der heißt Matt Damon. Matt Damon. Stimmt, sie haben Matt Damon gefunden. Jetzt ergibt der Film noch wenig. Nein, gibt es keinen. Also und dieser Organismus, nennen wir ihn Matt Damon, entwickelt sich unfassbar schnell zu einem krakenartigen Lebewesen und wird, welch Wunder, zur Bedrohung für die sechsköpfige Crew. Und natürlich sind sie schon wieder auf dem Rückweg zur Erde und die Bedrohung besteht, dass sie das mitbringen zur Erde, oder? Genau, natürlich. Wie gesagt, er bedient sich schamlos an den letzten Sci-Fi-Filmen, was ich aber nicht so negativ sehe, weil was Neues zu entwickeln ist halt für manche schwer und Alien ist nun mal so ein zeitloser Klassiker, von daher, warum nicht? Gut kopiert als schlecht erfunden. Ganz genau. Stimmt. Und also besetzt ist der Film unter anderem mit Ryan Reynolds, Jack Gyllenhaal und Rebecca Ferguson. Also alles jetzt auch sehr aktuelle Schauspieler, die wir so jetzt in den letzten Jahren im Kino hatten. Und dass das Alien nicht gutartig ist, wird auch relativ schnell klar. Und es geht dann also nur noch ums Überleben. Und dieser Überlebenskampf ist richtig schnell und dicht inszeniert, wie ich finde. Also man ist halt auch immer mittendrin. Und wir sind halt auf dieser Raumstation, es ist beengt. Und man hat halt quasi keine Atempause, weil das Alien natürlich immer wieder auf der Jagd ist nach der Crew. Und der Film ist relativ hart und schönt halt auch nichts. Und selbst ich bin sehr hart gesotten, was sowas betrifft. Ich musste an der einen Stelle auch mal weggucken. Also das war schon nicht so angenehm. Und genau, und was ich ganz interessant fand, ist, dass die Darsteller sich fast die ganze Zeit so in der Schwerelosigkeit, Stichwort zu Gravity, also auch eine Anlehnung, befinden sich hier die ganze Zeit so in der Schwerelosigkeit. Und was man halt in der Inszenierung halt auch sehr ästhetisch auch so darstellt. Und ich habe, Überraschung, es sterben Leute, selten so einen ästhetischen Tod gesehen wie halt in Live. Weil so aufgrund der Schwerelosigkeit oder wie? Aufgrund der Schwerelosigkeit und dann stirbt da jemand und die Art und Weise wie und was dann noch passiert und wow. Das war schon echt was war das gut bei... Raumschiff Enterprise, das unentdeckte Land war das, glaube ich, wo die dieses Meeting da sprengen quasi und da die Klingonen irgendwie erschießen und dann sind so die Bluttröpfchen, die dann so schwerelos durch den Raum schweben oder so. So in der Art. So in der Art, nur noch sehr viel weiter getrieben und viel krasser. Also wie gesagt, das ist nicht die Stelle, wo ich weggucken musste. Oder? Bitte? Die Leber und der Darm. Ach so. Ich möchte... Durch die Gegend der Darm schweben. Entwindet sich dann. Was hat die Schwerelosigkeit... Ich vermute mal eine 16er mindestens. Also ich weiß nicht, USA ist bestimmt R-rated, aber bei uns eine 16er würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich weiß es jetzt gar nicht ad hoc. Ja, aber wie gesagt, also und diese Schwerelosigkeit bleibt natürlich auch bestehen und natürlich kann man sich auch nicht so schnell in einem Raumschiff von Leuten entledigen und naja... genau, besonders halt auch mit diesem Zeitdruck, weil das spielt ja alles in kürzester Zeit und wie gesagt, kaum Atempausen und relativ schnell alles inszeniert und gemacht und halt beengt durch das Raumschiff, also
das hatte schon so seinen Reiz. Und ja, also man kann nicht darüber hinwegsehen, dass der Film vielleicht auch hier und da ein paar Logiklöcher hat, aber welcher Sci-Fi-Film hat das nicht? Und dass manche Handlungen der Crew vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar sind, aber man muss ja auch ein bisschen die Spannung erhalten. Und aber ich bin, wie gesagt, trotzdem sehr positiv aus dem Kino rausgegangen und würde ihn auch definitiv gerade dir, Erik, auch weiterempfehlen. Also da bin ich dann schon interessiert, wie ja, du den dann findest. Ja, ich bin schon Feuer und Flamme. Ich will den auch sehen. Das klang schon sehr gut. Ja, also wenn ich jetzt bewerten müsste, also ich hatte vorhin noch überlegt, aber ich denke mal so 8 von 10, das ist schon okay. Also mir hat er eigentlich ja von Anfang bis Ende gefallen. Der ist auch nicht wirklich lang. Der geht ein bisschen was über 100 Minuten. Also halt auch nicht hier, dass er wieder hier 2 Stunden Filme hast oder so, sondern der bringt es eigentlich relativ schnell auf den Punkt, was ich auch gut finde. Klingt cool. Also live, ja. Mir hat er gefallen. Ja. Vormerken, ich glaube, die Steff hatte uns den auch mal empfohlen gehabt in Kommentaren, als wir auch das Thema, ich glaube, Gravity oder welchen anderen Raumschifffilm hatten wir in den letzten? Passengers wahrscheinlich. Genau. Ja. Ich ja so furchtbar fand. Und ja. Klingt interessant. Live ab 23.03., also der läuft schon seit 3 Tagen. Ich kann mich erinnern, dass wir den letzte Woche genannt haben als Neustart. Jetzt fällt es mir wieder ein. Werde ich mir mal vormerken. Wer hat denn den eigentlich gedreht? Ich meine das. Genau. Was hat er noch? Der hatte doch auch irgendwas mit Deadpool am Hut, oder? Kann das sein? Daniel Espinosa hat, glaube ich, auch Live-Recherche. Erst bei einem Gewinnspiel mitgemacht, nennt das Kinder, da muss man das sagen. Also er hat auch kein Kind 44 gemacht. Ah. Der kam auch in der Sneak. Ich erinnere mich, ja. Dorthin. Und Russland. Safe House und so. Killer da. Ja. Okay, sind ja auch nicht so die schlechtesten Filme. War zwar jetzt noch nichts im Raumschiff, aber ja. Und wie gesagt, die Darsteller sind halt auch gut. Also man hat halt gerade mit Reynolds, Gyllenhaal und Ferguson echt gute Schauspieler halt auch dazu geholt. Und es ist halt auch wirklich nur diese kleine Crew. Man hat, glaube ich, noch 2 Szenen, die nicht im Raumschiff spielen, aber sonst alles halt dort. Und punktemäßig bei dir? 8, wie gesagt, 8. Okay. Ja. So, klingt interessant. Was hast du denn noch mitgebracht aus Berlin? Achso, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Okay. Also ich hätte noch, ihr könnt euch aussuchen. Das eine geht relativ kurz, das andere ein bisschen länger. Power Rangers und Schön und das Biest. Ja, go, go, Power Rangers. Okay, dann nehmen wir die Power Rangers zuerst. Okay, habt ihr Power Rangers früher geguckt irgendwie oder ich, schon ja. Irgendwelche Berührungspunkte? Ich nicht, nee, ich hatte das Spielzeug, ich hatte diesen Megazord, den man so aus 5 Sachen zusammenbauen kann und fand den ganz toll und habe mich sehr auf Power Rangers gefreut. Die Serie habe ich aber gar nicht mehr so wirklich vor Augen. Ich kenne das noch als Zeichentrickserie, das gab es ja später so als echte Serie mit irgendwelchen Plastikkostümen. Ja. Die habe genau, ich aber dann schon das nicht war mehr, meine Zeit. Die habe ich dann schon nicht mehr geguckt. Und welcher Ranger warst du, Kate, wenn du gespielt hast? Tatsächlich war ich immer Pink Ranger. Du warst der Pink Ranger? Annemarie war auch der Pink Ranger. Ich war immer der Pinke. Ich war, egal was wir gemacht haben, ich war immer pink und ich war immer das Baby. Ja, also ich hatte ja früher auch mal so eine Lip-Sync-Band. Wir haben so Spice Girls wieder nachgesungen. Und da war ich auch immer Baby Spice, also auch immer die Rosane. Ich war immer. Okay. Also, jetzt haben wir hier noch die Abgründe aus deiner Kindheit aufgedeckt. Ganz schlimm. Das sind fast schon Traumata. Nein. Okay, aber dann ist ja die Prämisse so von den Power Rangers ja dann auch relativ bekannt. Dann mache ich es auch hier ganz kurz. Für Erik, du kennst es gar nicht? Also. Ich habe doch gesagt, ich habe das als Zeichentrickserie geschaut damals. Okay. Aber ich glaube, so die Prinzipien sind mir klar von Power Rangers. Und genau. Okay, also. Power Rangers habe ich auch in OV gesehen und in 2D, aber ich glaube, der kommt in 3D raus. Stimmt, die wollen noch mal die Kuh melken. Oder ist in 3D rausgekommen. Egal. Also, wir haben 5 Teenager und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, Jason, Kimberly, Billy, Trini und Zack, die nur eine Gemeinsamkeit haben und zwar, dass sie dieselbe Highschool besuchen und durch irgendwelche Zufälle stoßen Billy und Jason auf uralte Fossilien und erwecken so, hey, eine außerirdische Macht. Und ja, die 5 haben dann plötzlich Superkräfte und müssen lernen, miteinander zu arbeiten. Also, dass sie halt auch sich einander vertrauen können und ja, jetzt halt auch Freunde sein müssen.
denn schon bald taucht das Hologramm Sordon auf, gesprochen von Bryan Cranston. Fand ich sehr interessant und fand ich sehr vergeudet, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen. Der früher einmal der Red Ranger war. Und dieser erklärt ihn, dass halt diese außerirdische Macht, die jetzt geweckt wurde, eine gewisse Rita Repulsa ist, gespielt von Elizabeth Banks, die man aber fast gar nicht erkennt. Und die plant halt eine Alien-Armee, oder mit ihrer Alien-Armee, den Angriff auf die Erde. Also müssen sich jetzt die fünf Teenager natürlich zusammentun, in wenigen Tagen das lernen, was man normalerweise in zig Jahren lernt, und echte Power Rangers werden. Bam, bam, bam. Das ist die Prämisse des Films. Und ja, auch klingt hier, ich mag... Ja, oder? Klingt also begeistert. Ich mag Trash. Ich mag die 90er. Ich liebe die 90er. Aber ich mag diesen Film nicht. Der war ganz furchtbar. Also, ich fand ihn ganz, ganz schlimm. Also, die Origin Story, ich glaube, die nimmt ein Dreiviertel des Films ein. Es ist viel, viel zu lang. Also, ich habe ungefähr nach der Hälfte dann auch verstanden, ja, ihr müsst jetzt Power Rangers werden und ihr müsst morphen und ihr müsst eure Suits bekommen und ja, ihr müsst zusammenhalten und Freunde sein, aber das zieht sich einfach ein Dreiviertel dieses Films. Ich fand die Schauspieler nicht sonderlich gut und die Dialoge waren einfach furchtbar, weil es ist halt immer, sie haben irgendwas gesagt, was du halt gesehen hast. Es ist irgendwas passiert und dann, oh, das Haus steht in Flammen. Ja, das Haus steht in Flammen. Oh ja, das Haus, es haben auch alle immer wieder wiederholt, was du gesehen hast. Es war ganz, ganz furchtbar. Und der Endkampf war so lieblos und so hingerotzt irgendwie. Und ach nee, also das war auch alles so überstürzt und es sah nicht gut aus. Die Action hat mir nicht gefallen und es wirkte alles so dümmlich und inszeniert. Ich meine, ein bisschen Trash muss sein bei den Power Rangers, da sage ich ja auch nichts, aber das war zu viel für mich. Und ich wüsste auch nicht, wer die Zielgruppe dieses Films ist. Weil ich ja auch Power Rangers geguckt habe, fühle mich nicht als Zielgruppe. Dafür war es mir einfach so kindlich, albern, dumm. Also auch nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, das von früher wird jetzt wieder auf die Leinwand geholt, wie man es ja jetzt vielleicht schon in der Vergangenheit immer mal hatte. Irgendwie, nee, hat mir nicht gefallen, tut mir leid. Das klingt ja, als würde uns da ein Riesenflop demnächst erwarten. Ja, also wenn das dann mal beginnt, also, wann startet also der in den USA? Ist der nicht auch schon gestartet? Also es gibt auf jeden Fall eine Post-Credit-Szene. Also für alle die ihn doch noch sehen wollen, bleibt im Kino. Es gibt eine Post-Credit-Szene, die natürlich schon alle heiß machen soll auf den zweiten Teil. Aber irgendwie dachte ich nur, oh Gott, bitte mach diesen zweiten Teil nicht. Also ich hoffe für alle, dass der an der Kinokasse floppt. Ich will da nicht, dass dieses Franchise sich irgendwie entwickelt. Es soll einfach begraben werden in den 90ern und dann ist gut. Der hat aber... In der IMDb eine Durchschnittswertung 7,2 von 10. Das ist auch nicht so schlecht. Ne? Also, Ja, also ich weiß nicht, was da die Zielgruppe ist. Vielleicht gibt es eine. Vielleicht finden das die jetzt 12-Jährigen, die Power Rangers nicht kennen, geil. Und lieben dann die Power Rangers. Aber also ich fand es nicht gut. Aber ist nur meine Meinung. Das klingt ja nicht so gut. Mir hat die eine Szene eigentlich ganz gut gefallen, wo sie... das nachgemacht haben, dieses Breakfast Club-mäßig da, das fand ich eigentlich ganz cool, das hat man mal im Trailer gehabt, aber schade. Der Regisseur? Ja, na klar, diese Referenzen sind ja auch da, aber sonst, es ist halt echt schlecht geschrieben, wie ich finde, und halt dieses, wir sehen was auf der Leinwand und alle Protagonisten erzählen dir das nochmal, damit du es auch wirklich verstehst, was da gerade passiert. Und ist das vielleicht für kleinere Kinder vielleicht interessant, wenigstens? Das könnte sein. Wie gesagt, halt so 12-Jährige, die finden das dann vielleicht gut. Ich glaube, vielleicht ist das auch die Zielgruppe, wie letztens bei diesem Max Steel. Also der Regisseur, das ist ja der auch Project Alma nachgemacht hat. Das hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Also, ja, das wundert mich ja so. Weil das war ja auch ein guter Film. Und auch jetzt, wo die Luise das erzählt hat, was es geht, das ist den ersten Satz von ihr, da habe ich gedacht, erzählt sie gerade den Film Chronicle? Ja, weil der genauso anfängt. Die Jungen stoßen auf eine außerirdische Macht und haben plötzlich Stärken. Superkräfte, so. Genau. Und Chronicle war ja ein echt guter Film. Ja, Chronicle war super, aber... Jetzt bin ich ganz furchtbar traurig, dass Power Rangers schlecht ist. Nein, du kannst ihn ja auch gucken. Also vielleicht gibt es ja auch zigtausend andere Kritiken, die ihn feiern, aber ich fand ihn halt ganz furchtbar. Ich warte, bis er auf Sky kommt. Ja, das ist besser. Und dann besprichst du ihn hier nochmal und dann sagst du, ja, Luise hatte damals recht.
Ja, wahrscheinlich. Also wenn man das hier so sieht, die Altersverteilung von den Votings, je älter man ist, desto schlechter wird abgestimmt bei dem Film. Also es ist wirklich so, bei unter 18-Jährigen hat er so die beste Wertung. Dann halt so zwischen 18 und 29 ist auch noch sehr okay, liegt über 7. Und dann aber sobald über 30 wird es eigentlich relativ schlecht und über 45 dann ganz schlecht. Also dann ist durchschnittlich, sagen wir so. Ja, puh. Ja, kann man sich ja mal vormerken, irgendwie Kino, ja, weiß nicht, wäre ich aktiv sowieso nicht reingegangen, aber dann so fürs Heimkino oder wenn man Sneak gekommen wäre, hätte ich ihn auch mitgenommen. Ja, also in der Sneak hätte man den vielleicht dann auch nochmal richtig lustig gefunden, aber ich war ja dann jetzt nur in der Pressevorführung und ach, ich weiß nicht. Ah, schwierig, ganz ja. Schwierig. Dann bin ich was hast du da jetzt für eine Wertung? Ich habe gar keine. Ich meine, Wertung ist furchtbar. Dann sag's kurz. Ich muss ja irgendwelche Punkten, Sternchen machen. Ach so, du musst es in Sternchen machen. Dann sage ich 3. 3 ist meine Lieblingszahl. Oh, ich nehme 3 Punkte. Aber ich bin tatsächlich echt gespannt, wie der sich halt an der Kinokasse macht. Also wie der jetzt hier nach dem Wochenende, was der für Zahlen schreibt. Also das interessiert mich echt. So, dann bin ich gespannt. Der nächste soll ja dann gut werden, ne? Dann war das der, den du kurz abhandeln wolltest, der schlecht ist, oder? Jetzt kommt der gute, oder? Jetzt kommt es kommt drauf an, wer ihn guckt. Also, aber es kommt ein guter Film. Also handwerklich ganz toll gemacht. Und zwar, ja, Die Schöne und das Biest. Und nachdem jetzt Disney mit dem Dschungelbuch ja schon vorgelegt hatte, haben sie halt jetzt den nächsten Disney-Classic-Zeichentrickfilm genommen und ihn als Realverfilmung rausgebracht. Und kurz vorab, das war mir nämlich gar nicht bewusst, wusstet ihr, dass der Film, also der Zeichentrickfilm, für den Oscar nominiert war? Echt? Muss ja lange her sein, oder? Das war, es war die Oscarverleihung 92. Ja, sag ich. Und er war. Ja, aber war ich das bewusst? Und es gab danach nur noch nicht ein bester animierter Film, gab es doch damals noch nicht. Nee, oder? Best Picture. Best Picture. Als Best Picture, okay. Wow. Und danach hat es nur noch ein anderer Film geschafft. Also Zeichentrick-Animationsfilm. Das war doch Toy Story, oder? Nein. Weshalb sie danach dann die Kategorie eingeführt haben. War es auch ein Disney-Film? Also Zeichentrickfilm, Animationsfilm, es war nicht Disney. Oder Lion King oder sowas. Nein, es war erst 2010 soweit mit Oben. Ach, Oben. Stimmt. Ah, der und war bis dahin, voll. Und bis dahin war echt Die Schöne und das Biest der einzige Film mit einer Oscar-Nominierung. Also als Best Picture. Und jetzt kommt's. Der hat damals den Golden Globe gewonnen als Kategorie Comedy Musical. Wow. Ja, das ist jetzt hier mein Trivia-Fact. Ich teile das mit euch. Ja, interessant. Ja, Golden Globe ist ja eh immer ein bisschen anders als die Oscars. Ja, unterhaltsamer. Egal. Aber ganz kurz. Ihr mögt die Realverfilmung und Erik, wie oft musstest du sie gucken? Den Zeichentrick, also nicht die Realverfilmung, ja. Meinst du, oder? Genau, ja. Den Zeichentrick. Ich habe den bis jetzt, weiß nicht, noch nicht geguckt. Irgendwie. Nö. Was? Also ich habe den sicher schon irgendwann mal geguckt, klar. Aber jetzt nach Lion King einer der schönsten Disney. Die Luise spielt ja jetzt bestimmt darauf an, dass den meine Tochter mal sehen wollen würde oder sowas. Und da hatte sie bis jetzt ich noch nie hätte so das Interesse. Gedacht, du musstest ihn jetzt schon ein paar Mal sehen. Das ist ja ein zeitloser Klassiker. Also ich habe den selbstverständlich schon gesehen. Ja, aber noch nicht mit meiner Tochter. Also wir haben die DVD da, aber die guckt dann lieber andere Sachen. Okay. Ich kann sie ja nicht zwingen, gar nicht sagen, jetzt gucken wir den. Natürlich, du musst dein Kind zu guten Filmen zwingen. Irgendwann sitzt du da und sagst, so Kind, wir gucken jetzt Fight Club. Fight Club nicht. Wir haben erstmal mit den alten Star Wars angefangen und so. Erstmal ein bisschen Bildungsauftrag, die richtige Reihenfolge, die chronologische Reihenfolge. Jahr der Entstehung und so. Sehr vernünftig. Nee, okay, aber Kate. Gestern haben wir Hangover 3 geguckt. Ja. du hast mit deiner Tochter Hangover 3 geguckt. Das kam im Fernsehen. Ich habe das mit meiner Frau zusammen geguckt. Dann kam sie runter und hat mitgeguckt halt. Ne? Also, wo das gerade mit der. Ging es ja gerade los mit der Giraffe, die dann. Oh Mann. Na, okay. Ich liebe Die Schöne und das Biest. Ich finde, das ist nach König der Löwen einer der schönsten Disney-Filme überhaupt. Und ich habe es gefeiert, dass Emma Watson
da die Hauptrolle spielen darf in der Realverfilmung. Und ich bin eigentlich von mir selber tief enttäuscht, dass ich noch nicht drin war. Aber ich bin jetzt wirklich gespannt, wie du ihn findest. Okay, also, dann werden wir das doch jetzt direkt aufklären. Nee, also man merkt, also Disney hat sich jetzt hier nicht irgendeinen Film genommen, sondern halt schon das heißeste Eisen. Wie gesagt, darum wollte ich mit der Oscar-Verleihung nochmal drauf anspielen. Also schon einen Hochkaräter, den sie da hatten und den sie halt jetzt als Realfilm rausgebracht haben. Dann auch hier ganz kurz die Geschichte. Also für Kate ist es jetzt hier kurz durchschalten, weil sie kennt die Geschichte natürlich. Also wir befinden uns in einem französischen Dorf, in dem unsere Hauptfigur Belle wohnt, gespielt von der bezaubernden Emma Watson. Und das ist sie auch weiterhin. Und diese strebt nach irgendwas Höherem. Sie ist gebildet, sie liest viel, sie möchte einfach so die Welt erkunden. Und aber in dem Dorf sieht man das alles ein bisschen kritisch. Ihr Vater ist halt eine Art Erfinder und den meisten Dorfbewohnern schon ein bisschen suspekt und wird halt auch ein bisschen als verrückt angesehen. Und dieser begibt sich dann eines Tages auf den Weg zum Markt und will etwas verkaufen und durch unglückliche Umstände gelangt er halt in das Schloss des Biests. Und Belle kann aber die Spur nachverfolgen, findet ihren Vater wieder. Er befindet sich in der Gefangenschaft vom Biest. Und sie bietet sich zum Tausch an und lebt fortan mit dem Biest zusammen. Was sie nicht weiß, ist, dass das Biest und das gesamte Schloss plus das gesamte Personal, was in dem Schloss wohnt, verzaubert worden ist. Und ja, und jetzt geht es natürlich darum... Spoiler. Was? Das ist die erste Szene. Genau, und jetzt geht es natürlich darum, die einzig wahre Liebe zu finden und den Zauber zu brechen. Das ist so die Geschichte. Und ja, wie fand ich das also? Also vorweg, Erik, du hattest, glaube ich, in irgendeiner Ausgabe erst, wo du La La Land besprochen hast, dass du ja so mit Musical so ein bisschen so deine Probleme hast, aber La La Land dich eines Besseren bewiesen hat. Nein, ich habe gesagt, mir hat La La Land gefallen, obwohl mir Musicals nicht gefallen. Gut, dann würde ich sagen, dass dir die Schöne und das Biest dann wahrscheinlich nicht gefallen wird. Weil, also vorweg, es ist ein Musical, und man muss unbedingt etwas für Musical und den Zeichentrickfilm und im besten Fall für beides übrig haben, um hier auf seine Kosten zu kommen. Der Film ist nämlich noch neben Emma Watson noch großartig besetzt mit unter anderem Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson, was habe ich mir noch geschrieben, Kevin Klein, Luke Evans und Stanley Tucci, die man aber zu 95% nur in Sprechrollen auftreten sieht. Und der Film ist eine 1:1 Adaption des Zeichentricksfilms. Also sei es die Kostüme, die Songs, die Stimmung, alles, was der Film so vermittelt, ist 1:1 der Zeichentrickfilm. Und alles, was diesen Zeichentrickfilm ausmacht, erleben wir in dem Film nochmal. Also es sind großartige Bilder, es ist einfach alles märchenhaft inszeniert. Jede Gesangsanlage wird nochmal durch die darauffolgende getoppt. Und man wird halt direkt verzaubert und ja, also man ist so mittendrin, aber das ist für mich so die einzige Kritik, dann brauche ich den Film eigentlich nicht, weil es ist der Zeichentrickfilm nochmal. Er fügt der Story nichts Neues hinzu und es fehlt so ein bisschen so das Element, was sich so ein bisschen von dem Zeichentrickfilm absetzt. Und das finde ich echt schade, dass sie das nicht gemacht haben, weil ich finde, das haben sie im Dschungelbuch nämlich sehr gut gemacht, dass sie da halt so noch ein paar Elemente hinzugefügt haben und das Dschungelbuch halt auch letztes Jahr, ziemlich düster haben wirken lassen. Und so ein bisschen so die Moderne, die der Film hätte haben können, die fehlt mir ein bisschen. Und das ist so ein bisschen so die Kritik, die ich habe. Sonst, der sieht fantastisch aus, der ist zauberhaft, das ist märchenhaft, das ist ganz, ganz toll. Aber es fehlt mir so ein bisschen das als Einstellungsmerkmal. Ja. Vielleicht hast du schon gesagt, hast du den Film auf Deutsch geguckt oder in Ich habe ihn auch in OV gesehen. Jetzt wäre noch interessant zu wissen, es gibt ja diese Unart, dass man diese Lieder dann auch übersetzt. Ich meine, sie übersetzen sie. Ich meine, das hatte irgendjemand schon gesagt und in den Trailern singen sie, da sieht man ja, glaube ich, auch schon ein bisschen Gesangseinladung, die sind, glaube ich, auch auf Deutsch. Und dann irgendwie Blümchen und Nena da irgendwelche Songs singen und so. Helene Fischer ist der heiße Scheiß. Echt? Singt die das? Keine Ahnung. Oder, ach so, nein, okay. Das war jetzt nur. Aber Blümchen und Nena bestimmt auch nicht, aber wenn, dann Helene. Nee, keine Ahnung. Okay. Naja. Und Kate, du willst bestimmt trotzdem irgendwie rein, oder? Ja, unbedingt. Vor allem, ich möchte ihn unbedingt auf Englisch sehen. Ich will ihn gar nicht auf Deutsch sehen. Weil ich es ganz schlimm finde, wenn man, klar, man kennt die deutschen Disney-Lieder, natürlich. Aber sie sind
trotzdem im Englischen immer noch besser. Und ich möchte ihn unglaublich gern sehen. Guess, aber auf Englisch. Ja, genau, also ich würde es jedem empfehlen, den auf jeden Fall in OV zu gucken. Ja, aber das ist echt lustig. Ich habe vor kurzem, hat der Chris einen Song entdeckt von meiner Lieblingsband. Die haben einen Song für das Dschungelbuch damals aufgenommen. Und das war mir aber gar nicht bekannt. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Nee, die haben Shoo-Bee-Doo, I wanna be like you, aufgenommen. Und das läuft bei mir im Auto rauf und runter immer noch. Also wir haben das, ich glaube, der Chris hat das vor einem Dreivierteljahr, halben Jahr, was weiß ich mal, entdeckt und mir gezeigt. Und seitdem läuft das im Auto hoch und runter. Und das Lied ist einfach auf Englisch einfach viel cooler als die deutsche Fassung. Deswegen, ich will den Film eigentlich gar nicht auf Deutsch sehen. Ich will ihn nur auf Englisch sehen. Das könnte dann zum Problem werden. Aber schauen. Habt ihr keine Filme, die das auf Englisch zeigen? Keine Filme, ah, doch, Kinos? Also müsste ich nach Feigen ins Corso gehen oder hoffen, dass es in der Mondays Original kommt. Ah, da kommen doch viele solche Sachen. Bei uns im Metropol. Ja, aber dann könnte ich nicht in die Sneak. Ach so, ja, na gut. Das habe ich ja auch schon mal gemacht. Ich muss mal gucken. Bei Manchester by the Sea, da bin ich ja auch lieber in Manchester gegangen als in die Sneak. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht gibt es ja auch eine OV-Version. Solche Chancen muss man dann einfach mal ergreifen, dann, wenn sie sich bieten. Ja, weil alles andere wahrscheinlich, ich weiß halt jetzt wirklich nicht, wie es auf Deutsch ist, aber das macht es halt echt kaputt. Und ja, also sie singen unfassbar viel. Ich glaube, es gibt noch mehr Lieder als im Zeichentrickfilm. Also es ist echt schon sehr musical-artig, musicalhaft. Und die Lieder, die im Zeichentrick, das sind die gleichen, wie du sagst. Die sind alle dabei. Du wirst nichts vermissen. Wie gesagt, das ist dieser Zeichentrickfilm nochmal. Super. Da bin ich aber gar nicht so schlecht. Ich meine, ja, also, das ist schon eine ganze Weile her. Ja, wie gesagt, das ist halt auch meine einzige Kritik, dass halt so ein bisschen der Touch so aus der Moderne oder wie auch immer, dass noch irgendwas gefehlt hat, was er halt so ein bisschen neu einbringt. Aber sonst wunderbar. Also ein ganz, ganz schöner, zauberhafter Film, wie gesagt. Punkte hast du schon gegeben, ne? Punkte habe ich noch nicht gegeben. Ja. Ich würde, ja, auch hier, ich glaube, 8 schnulzig wahre Liebe-Punkte. Okay, dann trage ich die mal ein, die 8 Punkte. Für mich ist das nichts, trotz meiner positiven Erfahrung mit La La Land neulich, aber. Ja, das war mir fast klar. Also aktiv werde ich mir solche Sachen trotzdem nicht angucken, es sei denn, es ist irgendwie Oscar nominiert. Da werde ich mal bis nächstes Jahr warten, ob sich da. Ach nee, das hätte ja dieses Jahr schon kommen müssen, ne? Also der Kelch ist an mir vorbeigegangen. Nee, kann auch dann nächstes Jahr geht er doch dann mit ins. Könnte er mit ins Rennen gehen, oder? Ach so, nee, ich dachte dieses Jahr und da haben doch schon alle gesagt, so nach dem Motto, ja, das wird nix und. Egal. Ja, war's. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die Vorstellung von deinen Filmen. Das haben wir eigentlich ja doch. Ja, sehr gern. Doch noch ein kleines bisschen Zeit, wenn ich das so sehe, oder? Ich habe das hier kurz und knackig. Okay, ich habe nämlich jetzt mal Chick gesehen, den Film. Ah, okay. Da habe ich auch vorher das Buch extra gelesen gehabt, um mich da ein bisschen reinzudenken. Und ich wollte ihn ja eigentlich schon im Kino sehen, da war ich aber mit dem Buch noch nicht fertig. Und jetzt habe ich mir Chick mal angeschaut, ja, es ist eine Comic-of-Age-Geschichte und es wird der Mike vorgestellt, der ist 14 und ist in der Schule so ein bisschen Außenseiter und eines Tages kommt dann mal ein Neuer in die Klasse, eben dieser besagte Chick, der heißt eigentlich André, irgendwie Tschitschatschow oder so ähnlich und kommt, hat irgendwie ganz dubiose Wurzeln irgendwo aus, weiß nicht wo, aus irgendeiner Sowjetrepublik und mit zig Einflüssen und die Mutter von Mike, die hat ein Alkoholproblem und der Vater ist eigentlich nie da, der ist irgend so ein Businessman und wir erfahren dann auch, dass der sich wohl eher einer jüngeren Frau zuwendet, um es mal so zu sagen. Also der hat für die Familie sowieso nicht mehr viel übrig und die leben aber in einem relativ tollen Haus am Stadtrand von Berlin und dieser... Marzahn! Bitte? In Marzahn. Ist es Marzahn? Ich weiß gar nicht. Das ist Marzahn, ja. Sieht nicht aus wie Marzahn. Aber ich glaube, man sieht es im Hintergrund immer mal so ein paar Wohnblöcke da. So sieht's aus. Jedenfalls, der ist auch ein bisschen schüchtern und jetzt kommt er gerade so in das Alter rein, wo ihn auch so Mädchen interessieren und
Es gibt da einen in seiner Klasse, die findet er extrem toll und die schmeißt eine Geburtstagsparty und lädt so ziemlich jeden ein, außer ihn. Und da kommt gerade dieser Chick so ein bisschen ins Spiel. Also er, ja, der ist halt sehr ungepflegt und hat eine seltsame Frisur und sowas. Er will eigentlich mit dem nichts weiter zu tun haben. Und der ist aber erstaunlich offen von seiner Art her und kann auch relativ schnell deuten, woran es bei dem Mike klemmt. Und der nimmt ihn da einfach ein bisschen oder greift ihn ein bisschen unter den Arm und sagt so, ja, hey, weil er hat für die angebetete Frau hat er ein Bild gemalt und er sagt dann, ja, dann geh halt einfach auf die Party und gib ihr das und dann verschwinden wir wieder. Und da hat er dann einen echt coolen Auftritt dort und es kommen dann auch die Ferien und seine Mutter geht in die Entzugsklinik und sein Vater brennt mit der Jüngeren durch und oder will mit der Jüngeren irgendwo eine Zeit allein verbringen, sodass er eigentlich alleine zu Hause wäre. Er lässt ihm eine Menge Geld da. Und da kommt dieser Chick eben vorbei, der hat sich irgendeinen alten Lada Niva geklaut und dann machen die beiden eine Spritztour, die wollen in die Walachei, quasi in das Land Walachei, weil da irgendwie jemand Verwandte hat von den Zweien und letzten Endes wird es aber ein riesiger Roadtrip eigentlich, was die beiden da machen und bringt den Mike doch schon von seiner Entwicklung her um einiges weiter und er... Ja, man sieht es ihm förmlich an, wie er sich weiterentwickelt und wie er bestimmte Erfahrungen, was das für ihn für Einflüsse bedeutet. Und ich fand es einen extrem tollen, gut gemachten Coming-of-Age-Film. Sehr gute Umsetzung des Buches. Tolle Darsteller, die allesamt irgendwie völlig unbekannt waren. Also richtig gutes Casting auch von den einzelnen Figuren. Regie hat ja geführt hier, der Dings hier, na, ach, wie heißt er, der gegen die Wand gemacht hat? Verdammt, jetzt komme ich nicht drauf. Ihr dürft mir gerne helfen. Fatih Akin, genau. Ah, ja. Dankeschön. Ja, Fatih Akin hat Regie geführt. Und das wirkt alles sehr, sehr authentisch. Also man denkt wirklich, die erleben das gerade. Das sind einfach welche. Dadurch, dass man die auch nicht kennt, wenn das irgendwie Schweighöfer gewesen wäre oder so, dann wirkt es halt immer wie ein Kinofilm, aber hier wirkt es halt sehr häufig so, als beobachten wir einfach hier irgendwie zwei Jungs, die da irgendwie einen Roadtrip machen. Und sehr empfehlenswerter Film. Läuft auch auf Sky, gibt es auf Blu-ray und DVD natürlich. Unbedingt mal angucken. Richtig gut gespielt und gute Story, gut erzählt. Ich will jetzt nicht zu viel, kann nicht zu viel verraten, was noch alles passiert. Da gibt es halt viele Momente, die einfach toll sind, aber die will ich niemandem verraten hier. Und ja, Luise, hast du den gesehen? Ich habe den im Kinocast schon mal vorgestellt, ja. Ich kann mich nämlich erinnern, irgendwas war da. Ne? Genau, ich kenne doch die Geschichte. Nee, ist gar kein Thema. Ich höre das auch gut, sehr gerne nochmal. Ich fand ihn auch gut. Also ich stimme da dir in allen Punkten zu, bin voll bei dir. Ich fand ihn richtig gut. Jo, okay. Dann, achso, ich gebe auch mal Punkte 8,5. Und dann habe ich wenigstens auch einen vorgestellt die Woche, wenn ich schon nicht in der Sneak war. Wir werfen aber mal einen Blick, wie es hier so in den Stuttgarter Kinocharts aussieht und in den Neustarts. Kinocharts. Da geht's nämlich los. Auf Platz 10 ist Lion. Ah, ich sag mal noch die 11. Die 11 ist nämlich Lombok. Geht da mal alle rein. Lombok, echt cooler Film. Platz 11 hat er nicht verdient. Platz 10, Lion. Platz 9 ist Live. Platz 8 sind die Power Rangers. Platz 7 ist Moonlight. Ja. Power Rangers vor Live. Aber trotzdem nicht so gut, wie es hätte sein können. Platz 6 ist der 101-Jährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand. Platz 5 ist Logan, The Wolverine. Platz 4, Bibi und Tina, Tohuwabohu, total. Platz 3, die Häschenschule, Jagd nach dem goldenen Ei. Platz 2, Kong, Skull Island. Platz 1, Die Schöne und das Biest. Das heißt, eine Überraschung. Das heißt natürlich, wir haben heute in der Sendung 3 Filme aus den Top 10 für euch gehabt. Wow. Und die Neustarts, da muss ich jetzt hier mal kurz nach wegklicken hier. Das kann jetzt noch ein Stückchen dauern. Wie sieht es eigentlich bundesweit aus mit den, wie sieht es denn da eigentlich mit den Charts aus? Gleich mal einen Blick reinwerfen. Die Schöne und der Biest müsste auch alles übertrumpfen. Das ist aber die Häschenschule nur auf 7. Anscheinend ist man hier in Stuttgart der Häschenschule doch eher zugetan. Platz 9 ist noch Lego Batman, sehe ich hier. Okay, sonst die ersten Plätze sind ungefähr gleich.
ist nichts anderes. Neustarts diese Woche. Oh, sehr gut. Ghost in a Shell startet. Der gefällt mir immer besser, je mehr ich sehe von irgendwelchen Trailern und Ausschnitten. Ah, da bin ich am Überlegen, ob ich da mal aktiv reingehe in den Film. Ja, das wäre mal wieder was. Quatsch. Nächster Neustart ist Boss Baby. Das ist ein Film, den ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, was der soll. Ich verstehe den Trailer nicht. Ich glaube, dass der total lustig ist. Ich finde ihn nicht witzig, den Trailer. Ich glaube, der ist im Original brüllend komisch, weil da sind nämlich die Sprecher, ist Lisa Kudrow zum Beispiel, Jimmy Kimmel, Kevin Spacey und wie sie alle heißen. Und im Deutschen, naja gut, ja. Ist Kevin Spacey das Baby? Alec Baldwin ist auch mit dabei. Keine Ahnung, warte mal. Gucken wir mal nebenbei in der IMDb. Und, aber ich verstehe das nicht, was der Film. Ja, ich habe den Trailer auch gesehen und dachte, wird das jetzt ja, aber gut? Vielleicht ich mag ja Animationsfilme. Das ist der Witz, dass das alles doch aufgeklärt wird in dem Film. Das kann natürlich sein. Also das Baby wird gesprochen von Alec Baldwin. Ach, okay, auch cool. Den Vater spricht Jimmy Kimmel. Irgendein Francis spricht Steve Buscemi. Ja, Lisa Kudrow spricht die Mutter. Tobey Maguire spricht den älteren Tim. Also, ich glaube, im Original ist der total lustig, aber ja, ich weiß nicht. Die versunkene Stadt Z startet auch diese Woche am 30.03. United Kingdom, der lief auch irgendwo in der Sneak. Irgendwo hatte ich da was davon gehört. Der startet auch jetzt diese Woche. Die andere Seite der Hoffnung, ein skandinavisches Drama von Aki Kaurismäki, der einige schwarze Komödien gemacht hat. Neuer Film über die Flüchtlingsproblematik in Finnland. Dann, was noch? Was ist das? Zazy oder Zazy oder keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Z-A-Z-Y. Ein, glaube, deutscher Film, Drama um das Machtspiel eines jungen Pärchens mit einer wohlhabenden, etwas älteren Frau. Und dann sind wir eigentlich, nee, Seashore läuft auch noch an, hat einen kleinen Start. Ein Drama um zwei Freunde, die sich entfremdet haben und bei einem Aufenthalt am Meer sich wieder annähern. Okay. Also ich denke mal, der große Neustart oder die großen Neustarts wäre so Ghost in the Shell, Boss Baby und Versunkene Stadt Z sein. Falls das jemand kennt, dann ja, bleibt spannend, was dann so anläuft. Und habt ihr sonst irgendwas, so Serien oder Games oder sowas, über was man sprechen sollte? Nö. Ich würde tatsächlich kurz noch was ansprechen bei Serien. Amazon hat eine neue Marvel-Serie auf den Markt gebracht. Nee, stimmt gar nicht. Netflix hat sie auf den Markt gebracht. Und zwar Iron Fist. Schon mal was davon gehört? Ich habe schon irgendwo dieses Banner da gesehen gehabt, ja. Ich habe es auch nur in der Ankündigung gesehen. Ich habe tatsächlich reingeguckt. Ich bin, glaube schon bei Folge 9 oder so. Die ist echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe ja damals auch Jessica Jones geguckt und dann gab es ja jetzt nochmal das Neue mit dem, ich glaube, Luke Cage. Das hat mich jetzt überhaupt gar nicht interessiert. Aber Iron Fist ist echt nicht schlecht. Das ist total eine verstrickte Geschichte mit bisschen Mythos und Mönchen und in der Realzeit. Und der Hauptdarsteller macht das auch auf eine total charmante Art und Weise. Also das nur so nebenbei. Schaut mal rein, ist gar nicht schlecht. Also wer so die Marvel-Comics mag, à la Jessica Jones und so, der könnte da auch seinen Spaß haben. Okay. Zu Games fällt mir gerade noch ein, ich habe das Splatoon 2 Testfire genutzt. Also Nintendo hat gerade eine Aktion, dass die Switch-Besitzer, die können Splatoon 2 mal antesten. Da gab es ja auch damals bei Splatoon 1 bei der Wii U solche Testfire-Aktionen, wo man mal für eine Stunde das Spiel testen konnte. Und Tabitha hat auch mitgespielt, wir finden es beide voll geil. Und ich habe es auch da mal probiert, mal auf dem Tablet selbst zu spielen und dann auch mal auf dem großen Bildschirm. Und es ist einfach, also die Switch ist einfach ein absolut geniales Konzept. Ey, es macht so einen Spaß. So Splatoon ist ja eh eins meiner Lieblingsspiele gerade. Das wirklich mal auf dem Handheld zu spielen, man kann es überall mitnehmen, ist so geil. Einfach geil. Kann ich nur empfehlen. Also wer auch eine Switch hat, dann guckt mal nach Splatoon 2, ihr könnt euch das runterladen und wenn dann Testfire ist, ihr müsst da mal Nintendo irgendwie auf Facebook oder so folgen. Da sind nochmal die Ankündigungen mit Uhrzeit genau von dann bis dann. Das ist meistens so eine Stunde oder anderthalb.
Und da kann man das dann testen. Okay, dann schauen wir doch mal in die nächste beliebte Rubrik. Kates Filmrätsel. Tja, gut, dass du da bist, Kate. Dann kannst du es nämlich auflösen von letzter Woche, ob das gestimmt hat, die Tipps. Es wurde ganz viel getippt und ihr habt alle richtig getippt. Es war tatsächlich 7. Ha, habe ich doch gesagt. Filme, glaube ich, gibt. Großartiger ja, Film. Also, super Film. Also das ist, den muss man mindestens einmal im Jahr angucken, finde ich. Und für Filmfreaks, denen sei mal irgendwie die Special Edition empfohlen. Ich weiß zwar nicht welche, da gibt es mittlerweile ja so viele. Es gibt auf jeden Fall, ich habe den Film ja auch schon mehrfach gekauft, irgendwie auf DVD gekauft, Blu-ray ich gekauft. Auch. Es ging mir ungefähr so wie bei Alien 1. Ich habe den auch damals auf VHS gekauft, dann VHS Widescreen gekauft und dann irgendwie DVD gekauft und Blu-ray gekauft. Egal. Bei 7, ich kann mich erinnern, bei einem, da war irgendwie noch eine extra DVD oder Blu-ray dabei, wo David Fincher den ganzen Film erklärt, wie er den gedreht hat, welche Szene und warum und wie die das gemacht haben. Zum Beispiel, der Film hat ja auch eine ganz eigene Bildsprache. Also das ist so ein ganz dunkelgrün-braun, so von der Farbe her. Und da haben sie teilweise auch die Szenen gegenübergestellt, wie es vorher aussah, wie sie es eigentlich gedreht haben und wie sie es dann in der Nachbearbeitung so den Farbfilter gesetzt haben, dass alles irgendwie so düster aussieht und so. Das war, ist echt genial. Also ruhig mal angucken. Gute Empfehlung, Kate. So, ja. Und jetzt das neue Rätsel. Ich hoffe nicht Hangover 3, weil das habe ich ja schon gesagt, dass wir das geguckt haben. Nein. Das lief aber auch irgendwie auf dem ORF. Ich habe mir was richtig Schweres auf. Das ist gut. Also ob, wenn da jetzt wirklich jemand drauf kommt, dann Wahnsinn. Also, vor allem die Beschreibung ist auch sehr kurz. Also, Achtung. Jüngling Jay findet im Knast Schutz bei einem Schwerverbrecher. Dafür soll Jay ihm nach seiner Entlassung bei der Flucht helfen und sich an einem Raub beteiligen. Das war's schon. Ganz kurz, ganz schwer. Ist das nicht der Knastcoach? Ja, Mensch, direkt. Also, dann, richtig, neues Rätsel. Ein Film, den ich selber kenne, den ich selber gesehen habe und ich ihn sehr gut fand. Und das fast schon ein Geheimtipp ist. Ist Jay der echte Name oder hast du jetzt... Den habe ich abgekürzt, weil sonst wäre es ein bisschen... Also das ist, Jay ist nur die Abkürzung. Na denn, also rätselt mit, schreibt das in die Kommentare rein. Und apropos Kommentare, da gucken wir doch gleich mal rein. Der Martin hatte mir nämlich geschrieben, schöne Grüße übrigens. Dem wird übrigens, denke ich mal, Schön und das Biest auch gefallen, schätze ich. Dem gefällt Schön und das Biest, wir haben uns schon ausgetauscht. Ach so, okay. der Martin schreibt, wegen meinem Film Mara und die und der Feuerbringer. Der Film ist leider im Kino gnadenlos gefloppt. Und deswegen meint er, es wird keine weiteren Teile geben. Finde ich echt schade. Also war gut. Hätte man vielleicht auch, ich habe es auch in dem Kommentar in meiner Antwort geschrieben, ich glaube, also ich habe gefühlt von dem Film vorher noch nie was gehört gehabt. Und wenn das uns schon so geht als, sag mal, Filminteressierte, dann kann natürlich das Marketing irgendwie nicht gestimmt haben. Also wenn, da müssen sie echt, hätten sie echt ein bisschen die Werbetrommel mehr rühren müssen, dass man das erfährt und vielleicht wären da noch mehr Leute reingegangen. Aber ansonsten hoffe ich mal immer. Es gibt ja genügend Beispiele von Filmen, die im Kino auch nicht so gut angekommen sind, wo es dann trotzdem noch irgendwie Fortsetzung gab. Und er schreibt noch zu Kong Skull Island. Gut gemachtes Action-Kino, welches nicht so überladen ist. Im Gegenteil, der Regisseur hat viele stilistische Mittel eingebaut, die dem Film eine eigene Note geben. Denn der Thomas hat ja in der vorhergehenden Folge geschrieben, dass er ihm überhaupt nicht gefallen hat irgendwie. Also der Martin gibt hier 8,5 von 10. Ach ja, steht es ja sogar. Die Schöne und das Biest zeichnet sich als Kassenerfolg ab. Das Kino ist voll gewesen mit allen Altersklassen. Und der Film versprüht einfach nur mit seiner Musik und Inszenierung pure Kinomagie. Wer den Zeichentrickfilm bzw. das Musical mag, wird den Film lieben. 9 von 10 gibt er. Ja, schon nicht schlecht. Also dann... Für jemand, der das mag, sollte da unbedingt mal reingehen. Aber ich glaube, alle, die das interessiert, die sind schon eh schon drin und wäre da nicht auf Platz 1. Außer Kate. Ich weiß auch nicht, wann ich gehen soll. Ich ziehe doch jetzt bald um. Ich habe so viel zu tun. Der Florian hat noch geschrieben, der hat es richtig gelöst auch, dein Rätsel. Ja. Und er sagt noch, dieses tote Mädchen Lügen nicht hat er auch gelesen. Das ist aber schon einige Jahre her.
Er weiß zumindest noch, dass er es beeindruckend fand und er kann sich auch an einzelne Abschnitte noch gut erinnern. Dass jetzt eine Serie kommt, wusste er nicht und er bedankt sich bei dir für die Empfehlung. Sehr gerne. Und ach ja, der Mike hat auch geschrieben, der Tipp zum Filmrätsel, es ging ihm wie mir, es kann nur 7 sein, obwohl ich hab's ja extra ausgepiepst, ne? Aber irgendwie war wohl doch zu eindeutig. Der Thomas hat auch das Rätsel richtig gelöst und hat fragt jetzt hier, ob von uns schon einer Super Mario Run gespielt hat. Ja, Thomas, natürlich. Was heißt hier gespielt? Ich habe es ja fast durchgespielt. Verwöhnten iPhone-Kids. Genau. Schön, dass jetzt auch die Android-Kids in den... Ach so, du auch, okay. Die Android-Kids in den Genuss. Wir haben hier ein iPad liegen, also. Naja. Okay. Geht das da auch? Sieht das da riesig aus oder ist das dann... Ja, es sieht halt größer aus, aber okay. es ist trotzdem schön. Und es ist trotzdem auf dem Android jetzt auch sehr schön. Okay. Super Mario Run, also kann ich empfehlen an alle, die jetzt Android haben und demzufolge jetzt auch die Möglichkeit haben, das Spiel zu bekommen. Ihr könnt es euch ja erstmal kostenlos runterladen. Man hat dann, glaube ich, 3 Level frei. Und wenn es euch gefällt, dann gebt ihr einfach die, ich glaube, 9,99 € kostet es, glaube ich, auch, hoffe ich mal, bei Android. So war es zumindest bei iOS. Und dann könnt ihr euch das kaufen und habt dann die restlichen Level auch noch. Also ihr macht da nichts verkehrt. Wenn ihr erstmal nur das runterladet, könnt ihr erstmal testen. Und die Tabita hat sich jetzt auch runtergeladen. Die hat nämlich ein Android-Handy, weil ein iPhone wollte ich ihr doch nicht geben. Und die spielt es jetzt auch. Der Martin hat noch geschrieben, auf 7 ist er auch gekommen. Und er hat jetzt bei Amazon Prime die ganze Staffel von You Are Wanted geschaut. Er fand es trotz aller Kritik gar nicht so schlecht. Jeder, der auch mal einen Tatort im Fernsehen schaut, ohne gleich eine Krise zu bekommen, kann sich diese Serie ruhig mal ansehen. Und da finde ich, da hat er eigentlich genau auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Mhm. Ich habe es mir nämlich auch gedacht. Das ist, also ich habe die Serie nämlich, also nicht ganz, ich habe aber zumindest ziemlich weit geschaut gehabt, als ich jetzt eine längere Zugfahrt hatte, habe ich mal da ein bisschen reingeschaut. Es ist wirklich sowas von Stereotyp. Also wenn man Stereotyp erklären müsste, müsste im Lexikon eigentlich You Are Wanted stehen, die Serie. Also die Leute sind ja alles so trottelig und Stereotyp und da gibt es die eine Frau, die Ermittlerin und der und die handeln alle gleich und ach, das hat mich alles so genervt und hat mich durchaus einige Male an einen Tatort erinnert, wo teilweise auch so Stereotype waren. Und okay, also es gibt ja eine große Fanbase vom Tatort, also wer mit dieser Art und Weise klarkommt, mit dieser, ja, der, für den kann das durchaus was sein, aber der Martin gibt auch nur 6,5 von 10, also er ist auch nicht restlos überzeugt, glaube ich. Ansonsten, You Are Wanted ist auf jeden Fall bei Amazon ein großer Erfolg, also das gucken zumindest viele. Ob es vielen gefällt, ist natürlich die zweite Frage, aber es gucken sehr, sehr viele. Ist dann wahrscheinlich nur noch Hate-Watching. Das kann natürlich auch sein, ja. Die Steff hatte in der Sneak auch alles unter Kontrolle und sie stimmt uns, also sprich dem Chris und mir zu, denn wir hatten den ja besprochen, total klischeebelastet und die Gags nicht witzig und Pipi-Kaka-Humor und ja, 4 von 10 strippende Flugbegleiterin. Ja, das war noch die einzig nette Szene in dem Film. Aber gut, wir sind ja auch Männer. Der Meister Quitte, dessen Bildchen bei mir nicht geht, muss mal gucken, bei Gravatar irgendwie ein neues hochladen. Der hat ja irgendwie geschrieben, dass er bei irgendeinem Drehort war und hat natürlich gar nicht verraten, wo er war. Er war in Kambodscha beim Angkor Wat, wo Tomb Raider gedreht worden ist mit Angelina Jolie. Wow, nicht schlecht. Die Leute machen ja ein paar Reisen. Total irre. Verrückt, oder? Total verrückt. Okay, dann schaue ich mal rein, was so bei Amazon bestellt worden ist in der letzten Zeit hier. In den letzten 7 Tagen. So. Hätte ich eigentlich vorher schon mal aufmachen können. Okay. Theoretisch, aber... Ja, ich habe so viele Tabs auf irgendwie. Ja, vielen Dank an alle, die unsere Affiliate-Links von Amazon nutzen auf der Webseite und ich lese mal ein paar Sachen vor, die bestellt worden sind seit der letzten Sendung. Einmal Fakt ab, die unglaublichsten Geschichten aus der Welt des Films. Dann, sehr gerne. Bitte? Habe ich sehr gern bestellt. Ach so. Stehen da gute Fakten drin, ja?
Ich habe es weiter verschenkt, aber so. ich habe tatsächlich wie passend zu 7 alles gelesen und beim Durchblättern. Also es war sehr interessant. Nicht schlecht. Okay, dann hat noch jemand ein Ethernet LAN Patchkabel bestellt in weiß. Und vielen Dank. Eine Cherry Tastatur USB, Deadpool Blu-ray, ein sehr gerne. Ach, was jetzt Deadpool? Ja. Auch weiter verschenkt. Acronis True Image 2017, irgendein Computerprogramm, genauso wie Microsoft Office Home. Eine Gebrauchsanweisung für Schweden als Kindle E-Book. Muss ich da mal reinlesen. Ein Roman ist das. Eine alte Villa in Wärmland, inmitten der Wälder, unweit von Selma Lagerlöfs Wohnhaus. Antje spürt ihre Sehnsucht nach und begegnet dabei Pippi Langstrumpf, Männern mit Kinderwagen und fast keiner Mücke. Sie verrät, warum man Holzhäuser knallrot anstreicht, wie Wintersport zum Volksfest wurde und womit Köttbullar und Safrankuchen am besten schmecken. Oh, okay. Klingt ja sehr kurios, dieses Buch. Und dann hat noch jemand bestellt, Laune der Natur, Spezial Edition mit Learning English Lesson 2. Mhm. Ja, sehr gerne. Das ist Nein. Das ist das neue Album der Toten Hosen. Hosen, genau, wollte gerade sagen. Ja. Aber das cool. Kommt erst im Mai raus. Also ganz komisch, dass sie jetzt schon das abbuchen, weil bezahlt habe ich es ja de facto noch. Ach nee, ich habe nur den Bestellbericht vorgelesen. Ach so, okay. Ich habe nicht die Werbekostenerstattung, genau, auf der Werbekosten steht es nicht drauf. Ja, stimmt. Genau, recht. Weil das kommt erst im Mai. Naja, da kannst du dich ja schon mal drauf freuen hier. okay, dann sind wir eigentlich so weit durch. Sei denn, ihr habt noch irgendwas? Nö. Ich hab nix. Nö. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, Mädels. Luise. Sehr gerne. Kate. Ja, war sehr schön, mal wieder dabei zu sein. Hat mich gefreut. Genau. Beim nächsten Mal kriegen wir dann auch irgendwie dein Rauschen im Griff. Und Berlin ist zu weit weg von Stuttgart. Genau, Ferngespräch. Ist ein Ferngespräch. Müssen die noch akzeptieren. In Osten, oh Gott. Genau, in Osten. Handvermitteltes Ferngespräch. Wer weiß, wer jetzt noch mithört. Über Zentrale, genau. Das Rauschen kommt von der Stasi mit rein. Okay, dann macht's mal gut. Schönen Abend, schöne Woche. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Über eine halbe Million jüdischer Menschen, die die Konzentrationslager überlebt haben, befinden sich zurzeit in Transitlagern der amerikanischen Besatzungszone. Bermann, David, jüdisch. Sie waren Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen. Wie sind Sie dann dorthin gekommen? Mit einer Limousine, mit Chauffeur? Was brauchen die Deutschen momentan am dringendsten? Wäsche. Wir werden aufmachen, einen Wäschekurs anbieten. Leute, ich bin dabei. Vor Ende der Vorstellung. Als Projektionist ist das eine Katastrophe. Aber als Verkäufer genial. Mit welchem Trick arbeitet er? Er hat Schuldgefühle bei den Deutschen. Schuldgefühle bei Deutschen? Teillachen ist eine Kunst. Was zählt, ist die Show. Wir beide sind hier im Auftrag Ihres Arbeitgebers, der Bahn. Diese Aussteuerpakete kosten normalerweise 1.300 Mark. Ihr Arbeitgeber, die Bahn, hat sich bereit erklärt, 400 Mark dazuzulegen. Morgen geht's nach Seckbach. Was ist ein Seckbach? Die Postler. Das wird immer verrückter. Rein. Was? Aber das Leben. Sie sind Arzt? Ja. Zahlen Sie gleich oder auch stottern? Wir sind die jüdische Rache. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass das hier kein Spaß ist und gravierende Folgen für Sie haben kann? Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich mache hier nur meine Arbeit. Sagte der erstmal am Rande des Massengrabs. David, wir müssen Klartext reden. Da bin ich einmal gespannt. Bis jetzt haben wir dir vertraut. Was machst du hinter unserem Rücken? Hattest du was mit den Nazis zu tun? Ich hab dir doch gesagt, du sollst bei Marian bleiben und aufpassen, dass die Deutschen hier nicht reinkommen. Die Deutschen sind misstrauisch. Und wenn Juden kommen, ganz besonders. Hitler ist tot, aber wir leben noch.